Lass uns doch mal über das Thema Bildung sprechen. Wie sieht denn für dich die Schule der Zukunft eigentlich aus? Deutlich digitaler als heute. Ich wünsche mir, dass die Schulen sehr viel mehr mit digitalen Medien arbeiten. Das heißt nicht die Kreidetafel ersetzen, es heißt sie ergänzen. Es profitieren aber Lehrer und Schüler davon, weil Lehrer zum Beispiel die Leistungsstände ihrer Schüler deutlich besser einschätzen können, abschätzen können und damit individueller auf Schüler eingehen. Das ist dann für beide einfacher. Dafür braucht es aber Lehrer, die gut ausgebildet sind in dem Bereich. Und ich denke, es braucht auf jeden Fall verpflichtende Fortbildungen, damit alle Lehrer auch mit diesen Medien umgehen können. Und es braucht aber auch die Ausstattung. Und heute kümmern sich einzelne Lehrer darum, dass alles läuft, dass die Infrastruktur steht. Und das, obwohl sie in dem Bereich nicht ausgebildet sind. Manchmal funktioniert das voll gut. An meiner alten Schule am FG in Freiburg läuft das wirklich gut. Da ist ein engagierter Lehrer, der das macht und der auch einen Plan hat. An anderen Schulen ist das nicht der Fall. Und da werden die Schulen alleine gelassen. Wir brauchen da einfach Leute, die sich professionell drum kümmern. Wir brauchen digitale Hausmeister an den Schulen.